Einlesen von Daten in eine Combo-Box oder List-Box, nichts leichter als das. Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich 5 Varianten, wie das aussehen kann. Streng genommen sind es nur 2 Varianten, welche abgewandelt werden. Und im Grunde würde es genügen, wenn ich es nur für ein Objekt zeige, da sich das Einleseprozedere transformieren lässt. Es wird nur der Adressat geändert. Um das Ganze besser zu verdeutlichen, werde ich es dennoch für die Combo-Box und für die List-Box vorführen. Ich habe hier eine Liste mit Ländern, welche nun in eine List-Box und eine Combo-Box eingelesen werden soll. Dafür habe ich bereits eine User-Form vorbereitet mit jeweils 5 List-Boxen und 5 Combo-Boxen, welche mit den entsprechenden Daten eingelesen werden soll. Dafür gehen wir als erstes in die User-Form mit einem Doppelklick hinein und gelangen zur Programmieroberfläche. Hier wechseln wir als nächstes auf das Ereignis Initialize und löschen den Rest. Die erste Variante geschieht über den AddItem-Befehl und dafür starten wir als erstes eine With-Schleife und fügen unsere einzelnen Daten einfach manuell hinzu. AddItem und danach Deutschland. Und das Ganze machen wir für die restlichen Daten ebenso. Und danach beenden wir unsere With-Schleife. Für die nächste Variante gehen wir zurück in das Excel-Tabellenblatt und vergeben einen Feldnamen. Das geschieht so, dass wir unseren gesamten Bereich markieren und gehen mit einem Linksklick hinein und vergeben einen neuen Namen. Ich nenne es jetzt hier Länder. Bestätige mit Enter. Und egal, wo wir uns nun befinden, wir können wieder auf das Namensfeld gehen, Länder auswählen und wir haben immer wieder unsere Länder. Und das Gute ist, es gilt auch für die Programmierung. Also setzen wir dies gleich mal um. Dafür sagen wir der Listbox 2, dass der RowSource eben der Feldname Länder sein soll. Und damit hätten wir schon Variante 2 fertig. Natürlich ist es nicht zwingend notwendig, einen Feldnamen zu vergeben, denn wir können den RowSource auch manuell zuweisen. Dafür schreiben wir Listbox 3 RowSource und legen fest, in welchem Bereich sich die Daten befinden, also von A1 bis A6. Die ersten 3 Varianten zeigen natürlich sehr wenig Dynamik und dafür folgen jetzt 2 variable Einleseprozedere. Die vierte Variante nutzt ebenso den RowSource-Befehl, nur mit dem Unterschied, dass wir die letzte Zelle nicht direkt angeben, sondern wir ermitteln diese dynamisch. Für die letzte Variante nutzen wir noch einmal den AddItem-Befehl. Dafür beginnen wir als erstes eine Vorschleife und lassen sie bei 1 starten und dann bis zur letzten benutzten Zelle in der Spalte A. Hier fügen wir die einzelnen Daten hinzu, indem wir die entsprechenden Zellen zuweisen. Und als letztes beenden wir die Vorschleife und damit sind unsere 5 Varianten fertig. Und zum Schluss kopiere ich das Ganze. Füge es erneut hinzu und ersetze jedes List mit Combo. Und nun sollten auch unsere Combo-Boxen gefüllt sein. Und zum Schluss können wir noch eine kleine Funktionsprüfung durchführen. Dafür drücken wir auf Play und sehen auf den ersten Blick, unsere List-Boxen sind alle gefüllt und die Combo-Boxen ebenso. Sehr schön. Und damit bin ich schon am Ende und freue mich, euch damit geholfen zu haben.